Hallo, liebe Zuschauer. Heute stelle ich euch eine Wildkamera vor. Das ist eine von Garde Pro. Es handelt sich um die X60P Live Max. Diese wurde mir freundlicherweise zum Testen zur Verfügung gestellt von der Firma Garde Pro. Packen wir sie erstmal aus und schauen uns an, was alles im Lieferumfang enthalten ist. Als erstes bringt uns die Bedienungsanleitung für den wechselbaren 8000 mAh Lithium-Ionen-Akku entgegen. Diesen Akku in dieser Kamera kann man wechseln, herausnehmen. Sehr schön. Dann kommt die Bedienungsanleitung. Hier ist Deutsch vorhanden. Sehr wichtig. Die ist auch mit Bildern versehen. Also es ist wirklich, man versteht alles. Dann der Baumgurt, um die Kamera am Baum zu befestigen. Entschuldigt, dass er so blöde eingepackt ist. Ich konnte den jetzt nicht mehr genau so zusammenfalten, wie er original war. Ich habe den nämlich schon benutzt für den Test. Ich mache das eigentlich lieber mit diesen Baumschrauben, da ist man einfach flexibler in der Ausrichtung. Aber wer das mag, kann auch hier die Kamera am Baum befestigen. So, dann kommt ein USB-C-Kabel mit zum Überspielen der Daten auf den Rechner oder zum Laden des Akkus. Die Kamera selber natürlich. So, das war das. Guck mal den Karton einmal weg. Mitgeliefert wird in den meisten Fällen, je nachdem was man bestellt, das SP300 Solarmodul. Das ist wirklich ein gutes Solarmodul. Ich bin sehr zufrieden damit. Ich hatte es ein paar Tage mit der Kamera draußen im Wald. Und es lädt auch im Schatten, also es braucht jetzt nicht direktes Sonnenlicht. Wirklich gut. Das packe ich auch einmal wieder weg. Dann haben wir die Antenne eingepackt hier in Plastik. Ich weiß nicht, ob das sein muss. Hätte man die so in den Karton reingepackt, dann hätte man auch erhebliche Kosten gespart. Naja, so. Die Antenne muss fest draufgeschraubt sein, sonst hast du nachher keinen Empfang. Wirklich praktisch ist, dass man sie verstellen kann. Also, wenn du sie an den Baum hängst und hier oben Ast im Weg ist, kannst du das so anpassen, dass die Antenne halt trotzdem funken kann, ohne dass du sie abschrauben musst. Du kannst sie so anpassen. Ja, auch verstellen, drehen, wie du sie haben willst. Wirklich praktisch, habe ich auch schon mehrfach genutzt, hat mir wirklich geholfen im Wald. Ja, wir haben hier 36 No-Glow-LEDs verbaut. Das sind welche, die nicht sichtbar sind. Manche Hersteller sagen ja, die Lichter sind nicht sichtbar, aber dann sind sie nachher doch sichtbar. Diese hier sieht man wirklich nicht. Da habe ich ganz genau hingeschaut. Man sieht nichts, wenn die angeschaltet ist im Dunkeln. Dann haben wir hier drei Bewegungssensoren. Was heißt drei? Hier ist einer verbaut und hier ist einer, der für die beiden zuständig ist. Insgesamt sind das dann 120 Grad Erfassungswinkel. Ja, hier haben wir die Möglichkeit, ein Schloss durchzumachen, damit man die Kamera dann nicht mehr öffnen kann. Und auch hier können wir ein Kabelschloss durchmachen, um die Kamera am Baum zu sichern. Meiner Meinung nach bringt das überhaupt nichts, weil die Profis haben dann mal einen Bolzenschneider dabei und dann ist das Ding weg. Das könnt ihr komplett vergessen. Es gibt von Garde Pro diese Stahlkästen, die schraubt man an den Baum, packt das Ding rein, schließt das zu und dann ist sie einigermaßen sicher, es sei denn, jemand rennt mit einem Brecheisen durch den Wald. Da das der Ausnahmezustand ist, ist das eine relativ sichere Methode. Die Profis haben natürlich ein Brecheisen dabei, aber so ein ganz normaler Pilzsammler, der hat dann eben nicht sowas dabei. Dann haben wir hier ein Stativgewinde, nutze ich sehr gerne, deswegen ist das auch schon ein bisschen abgenutzt. Dann hier den Stecker, also die Buchse für den Stecker vom Solarpanel. Und ein leistungsstarkes Mikrofon. Das ist wirklich eins der besten. Garde Pro hat hier sehr gute Mikros verbaut. Ja, was gibt es sonst noch zu dieser Kamera zu sagen? Der Verschluss, der ist recht massiv. Das hier nicht wundern, das war kein Plastikstück, sondern Krümel. Und wir haben hier eine Dichtung verbaut. So, ich werde euch jetzt mal kurz das Menü zeigen. Mobilfunk muss auf On stehen, wenn ihr die Kamera mit dem Handy verbinden wollt. Wenn nicht, ihr könnt sie auch als ganz normale Wildkamera ohne Sendefunktion nutzen. Die nimmt trotzdem weiter auf. Aktivierungscode, den müsst ihr dann scannen, wenn ihr die Kamera in der App verbinden wollt. Mobilfunkinfos stehen hier. Den Modus kann man wählen zwischen Bewegungserkennung, Zeitraffer und Hybrid.
Foto oder Video kann man Foto, Video oder Foto und Video einstellen. Am Anfang hatte ich Foto und Video eingestellt, damit ich auch die Fotoqualität beurteilen kann. Jetzt habe ich wieder Video eingestellt. Fotoauflösung kann man wählen zwischen 2 Megapixel und 48 Megapixel. Ja, hier kann man einstellen, wie viele Fotos auf einmal geschossen werden sollen. Kann man von 1 bis 3 auswählen. Die Videoauflösung von 720p bis 1096p. Ich habe sie immer auf 1080p stehen. Das ist meiner Meinung nach das beste Format. Videolänge. Nachts und tags kann man verschiedene Längen einstellen. Das finde ich sehr schön. Video Sound, also die Tonaufnahme. Videoformat, MOV oder MP4 kann man einstellen. PIR Intervall, also die Zeit zwischen zwei Aufnahmen, die vergeht, bis die Kamera wieder auslöst. 0 Sekunden, das hält sie auch, das habe ich gesehen. Fast hält sie das, also eine Sekunde war das meistens, aber das geht auch noch, völlig in Ordnung. PIR Empfindlichkeit, niedrig, mittel, hoch. Ich habe sie erstmal auf niedrig stehen. Hier kann man einstellen, dass Fehlaufnahmen reduziert werden. Seitliche Bewegungsmelder kann man auf an oder auf aus stellen. Bewegungstest, Zeitrafferintervall, Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen, Datumsformat, Zeitformat, Kameraname, also was unten im Bild eingeblendet werden soll, wie die Kamera heißt. Ja, dann hier die Zeitleiste. Also unten im Bild wird eingeblendet, um wie viel Uhr das Video oder das Foto gemacht wurde, welches Datum und halt der Kameraname wird dann da eingeblendet, kann man an- ausstellen. Schleifenaufzeichnung, also wenn die Karte voll ist, überschreibt die Kamera automatisch wieder andere Videos. Das muss ich auf ausstellen. Betriebsstunden. Passwort kann man einstellen, Sprache, Bildschirm, Timeout, also wenn du jetzt keine Tasten drückst, nach wie vielen Minuten die Kamera ausgehen soll. Formatieren die Karte, Werkseinstellungen, erweiterte Einstellungen, die Version. Ich habe da jetzt ein Update gemacht, das ist jetzt nicht die Version, die ihr habt. Ich hatte da ein paar Probleme mit der Kamera, deswegen habe ich jetzt eine neue Version. Kontaktieren Sie uns hier, E-Mail und Website verlinkt. Ja, das war's schon. Jetzt werden wir uns einmal nochmal anschauen, wie man die Kamera jetzt scharf stellt. Heißt in den Betriebsmodus. Wir sehen hier die Sicht, wo guckt die Kamera hin. Wenn du sie jetzt im Revier anmachen willst, ist das ganz simpel. Du drückst einfach auf Start und dann steht hier bereit zur Bewegungserkennung und sie geht in den Betriebsmodus. So, wer sich jetzt fragt, wo ist denn eigentlich die Speicherkarte? Wir haben hier die SIM-Karte, die wird mitgeliefert, aber hier kommt keine Speicherkarte rein. Diese Kamera hat eine eingebaute 32 GB Speicherkarte. Die ist hier drin verbaut, hat den Vorteil, wenn du die Kamera nicht zuschließt, kein Idiot kann dir die Karte einfach rausnehmen. Der einzige Nachteil ist, du kannst sie halt im Revier auch nicht mal eben so schnell wechseln. Du musst dann die ganze Kamera mit nach Hause schleppen und an deinen PC anschließen. Das muss dir im Klaren sein. Ich dachte auch erst, ja, wie toll, keine Speicherkarte dazu kaufen. Aber ich kann das dann im Revier nicht einfach so wechseln. Ich muss dann jedes Mal die Kamera mitnehmen. Ist gut für Leute, die in der App sich direkt da alles runterladen. Da gibt es ja so ein paar Leute. Aber für mich ist das nichts. Ich sage jetzt nicht gut oder schlecht dazu. Das muss jeder für sich selber wissen. Wie gesagt, der Akku lässt sich herausnehmen. Ein 8000 mAh Akku, der mit dem USB-C-Kabel geladen wird. Eine sehr praktische Sache. Ich glaube, der Akku, also wenn man sich einen zweiten dazu kauft, kostet der bei Amazon 50 Euro. Das ist schon ordentlich. Aber dafür, dass der ewig hält, ist das ein fairer Preis. So, wie verbinde ich die Kamera jetzt mit meinem Handy? Das ist ganz simpel. Ihr ladet euch einfach die Garde Pro Mobile App runter, hier oben links. Und dort legt ihr euch ein Konto an. Habt ihr das getan, drückt ihr einmal auf die App und dann kommt hier diese Ansicht. Je nachdem, ob ihr schon eine Kamera habt oder nicht, ist jetzt hier entweder alles voll oder halt gar nichts.
Ihr drückt jetzt einmal auf das Plus, um die Kamera zu verbinden. Auf Mobilfunkkamera drückt ihr. Jetzt kommt hier dieser Schnellstart. Das brauche ich euch jetzt nicht alles einzeln erklären. Ihr müsst einfach die Anweisung befolgen und dann hier auf Nächster drücken. Ganz wichtig, was ich gesagt habe, die Antenne muss fest sein, sonst habt ihr schlechten Empfang. Dann Mobilfunk auf On und einmal die Karte formatieren. Das schadet nicht, das bitte einmal vorher immer machen. So, weiter geht's. Und den Aktivierungscode einmal scannen. Jetzt QR-Code scannen drücken. Jetzt zeige ich euch das hier einmal mit diesem Aktivierungscode nochmal. Jetzt geht ihr ins Menü. Aktivierungscode. Jetzt muss die Kamera einmal scharf stellen. So. So schnell ging das. Sie haben diese Kamera bereits hinzugefügt. Bei euch würde jetzt stehen, Kamera erfolgreich hinzugefügt. Jetzt geht ihr hier einmal hin. Drückt ihr einmal drauf. Plan. Ihr seht hier euren Plan. Kostenlose Testversion. 23 Tage übrig. Noch 4.995 Fotos. Oder 49.954 Light-Videosekunden. Außerdem habe ich noch 50 HD-Fotos oder 180 HD-Videosekunden und 51 Livestream-Minuten übrig. Was heißt jetzt dieses Light-Video? Das Light-Video ist ein, damit man nicht so viele Daten verbraucht, wird diese Kamera euch nicht die vollständigen Videos schicken, sondern es wird so aussehen, als würde es haken. Wir können jetzt hier einmal Aufnahmen angucken von mir. Ich stehe hier am Ufer. Man sieht, wenn ich mich bewege, dieses Video wird in Fotos angezeigt. Also es wird nicht vollständig hier in die App geschickt, sondern in Fotos. Würde ich jetzt hier auf HD drücken, kann ich mir jetzt hier die gewünschte Szene auswählen, welche ich haben möchte, und dann HD herunterladen. Und jetzt drücken wir einmal auf Anfordern. Und jetzt wird beim nächsten Übertragen des Livestreams dieses Video heruntergeladen und ist dann in deiner Galerie. Das ist sehr praktisch, wirklich. Dann drücken wir einmal auf die Kamera. Wir sehen, wenn wir die Kamera jetzt verbinden. Bereit fürs Livestreaming. So, wir sehen jetzt die aktuelle Live-Ansicht von meinem Schreibtisch hier. So, drücken wir einmal auf Pause. Wir sehen, ich habe gerade 10 Sekunden geguckt, oben rechts. Wir könnten jetzt hier ein Video machen, wenn wir wollen. So, einmal auf Status. Hier seht ihr das Signal, 4 von 5 Balken, also recht gutes Internet. Batteriezustand ist noch bei 83%. SD-Karte, wie viel verbraucht ist. Die Zeit, Temperatur, Modell und halt allgemeine Infos. Die ganzen Einstellungen könnt ihr hier in der App auch nochmal machen. Und hier in der Galerie habt ihr halt alle Videos, die die Kamera aufgezeichnet hat. Hier seht ihr alles, was jemals passiert ist und könnt es dann gleich von zu Hause aus anschauen. Lokal, dort ist dann alles drin, was ihr euch runtergeladen habt in der App. Ja, das war's eigentlich schon. Und jetzt gehen wir einmal ins Revier und zu den Originalaufnahmen. Wir sehen hier die ersten Aufnahmen der X60P Live Max. Ich habe sie so eingestellt, dass sie erst ein Foto und im Anschluss gleich ein Video aufnimmt. Wir sehen, die Auslösegeschwindigkeit ist recht schnell. Die meisten Tiere sind noch nicht mal mittig im Bild, da hat die Kamera schon angefangen aufzunehmen. Das ist sehr schnell, das ist auch sehr gut. Das muss man wirklich sagen. Ich habe nachgeschaut, die Zeit zwischen Foto und Video ist immer genau eine Sekunde, also ihr verliert nur eine Sekunde zwischen Foto und Video. Auch sehr gut, andere Kameras würden das lange nicht so gut machen. Wir sehen, die Fotoqualität ist etwas schlechter als die der Videos. Manchmal sind die Fotos etwas verwaschen, wenn sich Tiere etwas schneller bewegen. Die Tagesaufnahmen sind wie bei fast allen Kameras sehr gut. Man hört auch etwas, das hatte ich ja vorhin erwähnt, dass gerade Pro da sehr gute Mikrofone verbaut hat. Wir hören jetzt ein Surren, das hat jetzt nichts mit der Kamera selber zu tun,
sondern das liegt daran, dass das Solarpanel angeschlossen ist und die Kamera gerade auflädt. Ja, dann entsteht so ein Surren. Wen das jetzt stört, der sollte sich dann dafür entscheiden, ohne Solarpanel zu arbeiten. Mich stört es jetzt nicht sehr viel. Wir sehen auch, in der Dämmerungszeit macht diese Kamera sehr gute Aufnahmen. Andere Kameras würden das auch nicht so gut machen. Und auch das Infrarotlicht ist gleichmäßig in alle Ecken ausgeleuchtet. Anfangs hatte ich das Problem, dass diese Kamera sehr viele Aufnahmen hintereinander aufgezeichnet hat. Dann habe ich nochmal mit dem Hersteller geschrieben und habe ein Update runtergeladen. Jetzt scheint sie sich zu benehmen. Ich werde da weiter berichten. Das war mein Review zur Garde Pro X60P Live Max.